Nun werden wir Zeugen, wie die Letzte aus dem Kreis des Blutes erstrahlt. Aber warum hab ich es? Was, du meinst, es passiert? Wieder? Also ich habe es schon gelesen. Ich hatte das bei einer Freundin im Schrank stehen gesehen und habe irgendwie vorher schon mitbekommen, dass das halt ein Film gemacht werden soll. Und fand es aber vorher auch schon ziemlich interessant und habe es dann halt einfach mitgenommen und habe es gelesen. Also bevor ich wusste, dass ich gecastet werde und so, und fand es auch gut. Also es war schon irgendwie cool, das schon vorher so ein bisschen zu wissen, was dann abgeht. Also ich bin ja in einer Schauspieleragentur und die haben das an mich weitergeleitet, dass es halt ein Casting gibt, und dann sollte ich erstmal so ein E-Casting machen. Das sind halt, da muss man einfach eine Szene mit einer Kamera aufnehmen zu Hause und das dann eben dahin schicken. Und da sollte ich eigentlich erst für die Leslie vorsprechen, und ich hatte das Buch gelesen, mochte die Leslie auch, konnte mich aber eigentlich mehr mit Gwen identifizieren, und dann war eben der Text von der Gwen unten auch dran, dann habe ich einfach den gemacht und hingeschickt. Und ja, Frechheit kommt weiter, und ich war dann eben dann danach dann nur noch für Gwen im Rennen. Also ich bin sehr zufrieden. Es ist natürlich anders als im Buch, was vielleicht dem einen oder anderen erstmal ein bisschen irritierend vorkommt irgendwie, aber es ist halt einfach, ich finde immer, man darf einen Film nicht mit einem Buch vergleichen, weil es halt einfach irgendwie, du vergleichst ja auch nicht einen Spiegel mit einer Fensterscheibe und wirfst dann der Fensterscheibe vor, dass du dich da drin nicht so richtig sehen kannst oder dass halt der Spiegel nicht durchsichtig ist. Es ist halt was anderes. Und man hätte das Buch, so wie es ist, nicht verfilmen können, weil einfach viel in Gwens Kopf abgeht. Viel, was witzig ist, ist eben einfach auch durch ihre Gedanken eben einfach so lustig. Und das mussten wir natürlich im Film anders darstellen. Und also ich finde es super. Nee, eigentlich gar nicht. Also ich meine, dadurch, dass es halt ein anderes Medium ist, haben wir, glaube ich, sogar noch viel mehr dazu gewonnen, als überhaupt verloren. Und ansonsten ist alles toll soweit. Am ersten Drehtag hatte ich, hatte ich eine ganz lustige Geschichte erlebt. Und zwar hatte ich wir haben ja dann immer so Trailer, wo wir uns drin umziehen und wo wir halt irgendwie unsere Pausen verbringen können. Und da hatte ich meine Tasche drin mit meinem Portemonnaie, mit meinem Handy, meinen Lippenstiften, was man halt so als Mädchen alles dabei hat. Und habe die dann einfach, weil ich zum Drehen musste, einfach in den Schrank gestellt. Was ich nicht wusste, war, dass durch diesen Schrank ein Heizungsrohr gelaufen ist. Die Tasche ist so heiß geworden, ich habe die da rausgeholt aus diesem Trailer. Ich habe sie erstmal fallen lassen, dann habe ich die aufgemacht, mein Handy hat gedampft. Und meine Lippenstifte waren komplett zerlaufen. Das war einfach nur total krank irgendwie. Und meine ganzen Karten im Portemonnaie haben sich alle total, sie waren total gewellt. Es war wirklich unfassbar. Ich dachte, das gibt's einfach nicht. Aber naja, dann ist ja alles wieder gut gewesen. Der erste Drehtag war gleich, es ging gleich lustig los. Eine Szene, die mir besonders gut gefallen hat, ist zum Beispiel, also das sind eigentlich alle, ich will jetzt nur mal eine nennen, die mit Tante Maddie, wenn sie ihre Vision hat, weil Katharina Thalbach hat das einfach unglaublich gut gespielt, und es war so witzig, weil sie, wenn sie aus ihrer Vision rauskommt, einfach so vollkommen anders ist als in dieser Vision. Das war super lustig. Also ich glaube, daher, dass es ja alles unterschiedliche Rollen sind, kann man sich gar nicht so viel abgucken. Also ich zum Beispiel, Katharina Thalbach hat mich unglaublich beeindruckt, weil sie halt einfach eine ganz tolle Schauspielerin ist und weil sie einfach, die ist von jetzt auf gleich in ihre Rolle, und das ist halt wirklich schön gewesen, das da eben zuzuschauen. Und da hatte ich zum Beispiel, habe ich gelernt, dass ich einfach reinspringen kann ins kalte Wasser sozusagen. Und ja, das hat mich schon beeindruckt. Also ich musste mich natürlich irgendwie schon vorbereiten. Es war natürlich, wie du schon sagtest, nicht so wie bei Janis. Ich hatte ein bisschen Capoeira-Unterricht, weil ich ein bisschen Power brauchte, ein bisschen Kraft für die Szenen, in denen ich aus der Zeit rausgezogen werde und wieder reinfallen musste und so. Dann, weil dann wurde ich ja so an so Seile gehangen und dann einfach
weggezogen und manchmal eben an einem Autokran, der 20 Meter hoch ist und so. Und dann konntest du da natürlich nicht hängen wie so ein nasser Sack, dann musstest du dich natürlich auch ein bisschen halten können. So. Und ja, das war so das einzige Körperliche, worauf ich mich halt vorbereiten sollte. Und ja, und ansonsten eben so spielerische Sachen, also wie ich mich in die Rolle finde, wer sie ist, wie sie ist, wie sie geht, wie sie steht, wie sie lacht und sowas eben. Ich glaube, ich hatte in der einen Szene, habe ich so ein nachtblaues Barockkleid an. Das war echt richtig schön und das hat auch mit dieser weißen Perücke total gut zusammen ausgesehen. Das sieht man im Film nur ganz kurz und es ist eigentlich echt schade, weil es total toll aussieht. Das würde ich mir zu Hause hinhängen, weil das halt einfach mit dem Korsett, das war, also es ist wirklich irgendwie doof, wenn man die ganze Zeit so eingeschnürt ist. Aber ansonsten ja, also ich würde alle Kostüme gerne irgendwie anziehen. Die sind alle schön. Also ich würde einfach bei meiner Antwort bleiben. 20er Jahre finde ich ganz toll, die goldenen 20er. Die würde ich mir gerne mal anschauen. Das Einzige, wo ich eigentlich nicht gern ja, sein würde, also wohin ich nicht gern zurückspringen würde, ist eigentlich das Mittelalter. Irgendwie, das reizt mich nicht so. Also ich finde einfach, dass es eine unglaublich schöne Geschichte ist und dass es eine wunderschöne Liebesgeschichte ist und dass man viel zu lachen hat und viel zum drüber nachdenken hat und ich würde ihn mir angucken. Auf jeden Fall.